Ah, okay. Hab ich mir gerade nochmal durchgelesen, was da stand. Alter, wie viele Bibeln hier auch rumliegen. Das kannst du echt keinem erzählen. So, ich benutze erstmal die Pistole. Was haben wir hier? MG-Patronen. Ach, kann ich nicht mehr mitnehmen. Sehr schön. Habe ich also alles voll. Ich lug mal hier um die Ecke. Kein Gegner? Was ist denn hier los? Tote Hose? Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen in der Hand, denn er ist stark. Okay. Wir haben uns von dir abgewandt. Okay. Jesus liebt mich also wirklich. Wer bist du denn? Der macht mir ein bisschen Angst, der Typ. Warum hast du mich verlassen? Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentriert und heranzoomst. Na, komm mal ran hier. Dreh dich mal rum. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Na, guck doch mal hoch jetzt. Komm. Zählt das? Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Spider-Splicer. Erhöhter Schaden plus Spider-Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Fotos gemacht, 1 von 3. Für so leicht durchschaubar hält. Yeah! Du mich also. Ah, okay. Wurde schon mal fotografiert. Hä? Alter! Mach keinen Scheiß! Ich hab Angst. Ich will da nicht raus. Natürlich, ein Verbandskasten. Ah, zwei Verbandskästen. Sehr schön. Die kommen mir gerade ganz recht. Okay. Also Splicer. Also Elektrizität. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier und macht die Sache nicht unnötig schwer. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Wo bist du? Ich stehle anderen die Zeit. Yeah. Leadhead-Splicer. Naja, den kann man ja super erkennen. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Leadhead-Splicer. Erhöhter Schaden plus. Leadhead-Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Hitze. Du glaubst, du kennst mich? Los, du Arsch! Kämpf, wie es sich gehört! Yeah, du bist tot, mein Freund. Okay, ein Foto muss ich dann jetzt noch machen. Ich bin einfach einsam, ich bin allein. Na, wo bist du denn? Wollen wir dich mal nicht so alleine lassen? Hallo? Wo bist du denn? Hat das was gebracht?
du kannst mich austricksen. Nee, ich glaube, das hat nichts gebracht. Okay, dann geht's eben... Wo muss ich denn jetzt... Ach, hier durch. Du glaubst, du kennst mich? Neues Plasmid, Security Bullseye. Rauben Ihnen diese Sicherheitskameras den letzten Nerv, markieren Sie Ihre Feinde mit unseren fotoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihrer besten Freunde. Und sich Security Bullseye noch heute. Ich glaube, das probiere ich mal anstatt dem Winterblast. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Das werden wir doch gleich mal ausprobieren. Yeah! So gefällt mir das. Jetzt ist es wieder mein Feind, oder? Tatsache. Ach. So. Dann einmal hier nach unten. Die Spritze nehme ich natürlich mit. Kann ich den Big Daddy vielleicht fotografieren? Bringt das irgendwie einen Bonus? Na, komm schon. Hat's was gebracht? Neuer Forschungshilfe erreicht. Forschungsbonus für Rosi. Erhöhter Schaden. Rosis sind anfällig für panzerbrechende Munition. Little Sister. Neuer Forschungshilfe erreicht. Forschungsbonus für Little Sister. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann war das also kein Big Daddy, sondern ein Rosie. Entdeckung des Adam. Anhören. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Aha, Dr. Tannenbaum. Ach, da liegt der ja noch rum. So, wieder alles... Alter, wie viel Kassetten und Tonbänder hier auch rumliegen. Anhören! Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Ah, ja. Weil ja auch jeder einen Garten Eden braucht. Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass ihn schleunigst hier verschwinden. Okay, wir hacken das einfach mal ganz schnell noch hier. Damit wir uns wenigstens hier nochmal schnell heilen können. Komm, noch ein waagerechtes... Hallo? Hallo? Oh, Gott sei Dank. Fertig! Heilen!
Ich glaube, hier passiert gleich was. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Sicherheitsnotschalter schon wieder. Okay, dann ist hier bestimmt irgendwo gleich eine Kamera. Hä? Ach, da! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, dann... Alter! Kamera, Kamera, Kamera! Yeah! Neues Körpertonikum, Dieb. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Oh, das wird jetzt schwierig. Das tue ich erstmal in die Genbank. So. Hätten wir das? Kann ich jetzt da hier unten die Pistolenkugel nehmen? Ja, kann ich. Fontaines Schmuggler. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere... Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Ich bring dir schon deine Fotos, bleib mal locker. Moment, da mache ich jetzt erstmal... Ich glaube, ich werde den Pfeil doch mal einstellen. Also die Kompassnadel hier. Hallo? Hallo, jetzt stell doch das mal ein. Kompassnadel ein. Wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Naja, soll jetzt auch egal sein. Jetpostel, wo geht's hier hin? Fighting McDonald's. Hier haben wir noch Pistolenkugeln. Okay, rechts oder links? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Judah! Alter. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder ein Leadhead-Splicer. Scheiße. Natürlich. Ach, und scheiße, ich habe nicht gespeichert. Fuck. Ja, natürlich. Ich komme hier raus und werde gleich angegriffen, oder was? So, jetzt reicht's mir aber hier. Okay, Hecken. Komm, ich probier's einfach mal. Okay. Scheiße, ich glaube, das wird nichts. Bitte lass es reichen. Alter, noch zwei. Los. Yeah. I am the best. Fertig. So, dann machen wir das gleich mal so.